Hallo da draußen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute die Diskussion zu Die Magie der Namen von Nicole Gottsdeck. Der Roman ist am 1. März 2016 im Ivy Verlag erschienen, von wo ich es freundlicherweise als Rezensionsexemplar bekommen habe. Daher an dieser Stelle dicken Dank an das Ivy-Team. Die 368 Seiten des Romans kosten als Hardcover 16,99 €. Dieser Roman ist ein bisschen was Besonderes. Zum einen ist er ein Debütroman, zum anderen hat Nicole Gottsdeck mit diesem Roman den Wattpad Award gewonnen und darum habe ich jetzt dieses Hardcover in der Hand. Von mir erhält der Roman 3 Sterne. Und ich muss dazu sagen, es waren ursprünglich 4,5. Der Roman hat mir sehr gut gefallen, bis auf die letzten 70 Seiten. Aber dazu kommen wir später im Spoiler-Teil, weil das kann ich, glaube ich, nicht gut ohne Spoiler erklären. Wie immer habe ich euch unten die Timestamps hinzugefügt, sodass ihr quasi einfach springen könnt, falls euch der Rezensionsteil nicht interessiert und ihr nur die Diskussion gucken wollt oder wie auch immer. So. Jetzt zum Inhalt und zu so ein paar generellen Sachen mit der Handlung. Der Name ist der Schlüssel zur Seele. In Miraportas bestimmt allein dein Name, wer du bist. Er entscheidet, welchen Beruf du ausübst, ob du Vermögen hast, ja sogar wie du aussiehst. Denn jedem Namen wohnt eine einzigartige, unsterbliche Magie inne. Bist du ein Polyander, ein großer Krieger oder vielleicht sogar ein magisch begabter Wablo? Nur die Magie der Namen wird darüber entscheiden. Als der Junge Nummer 19 am Tag seiner Volljährigkeit einen völlig unbekannten Namen erhält, beginnt für ihn eine abenteuerliche Reise auf der Suche nach seinem Schicksal. Das ist die Kurzbeschreibung. Da das Ganze ein bisschen komplex ist, lese ich euch auch nochmal den längeren Klappentext innen vor. Der 16-jährige Nummer 19 träumt insgeheim davon, als Erwachsener ein Held und bedeutender Name zu werden. Die 19 hat ihm in seinem Leben kein Glück gebracht. Doch als der Tag der Namensgebung endlich gekommen ist, lösen sich seine Hoffnungen in Unglauben auf. Er erhält einen Namen, den keiner zu kennen scheint. Wer ist dieser Tirasan Passario, dessen Namen er für den Rest seines Lebens tragen wird? Nur das große Namensarchiv in der Hauptstadt Himmelstor kann ihm Auskunft geben. Gemeinsam mit dem Krieger Rustan Polyander und dessen Freunden macht er sich auf den Weg in die weit entfernte Stadt. Doch die Reise entpuppt sich als gefährlicher als erwartet. Namenlose und dunkle Verfolger trachten der Gruppe nach dem Leben. Und auch sein eigener Name hält noch einige Überraschungen für Tirasan bereit. Ja, also. Damit ist eigentlich schon viel über die Handlung gesagt. In dieser Welt ist es so, dass Kinder keinen Namen haben und auch nicht bei ihren Familien aufwachsen, sondern sie werden an Schulen gegeben als Säuglinge und bekommen dort Nummern. Die Nummern spiegeln wieder das, wie viel Kind sie in dem Jahr an dieser Schule, also pro Jahrgang quasi sind. Der Protagonist ist Nummer 19 seines Jahrgangs. Und wir steigen quasi ein direkt am Tag der Namensgebungszeremonie. Und Namen haben Magie. Ein sogenannter Namenssucher wird bei der Namenszeremonie in deine Seele blicken und sagen, wer du bist, dir deinen Namen offenbaren. Und mit diesem Namen entfaltet sich Magie. Magie heißt in diesem Fall, du verwandelst dich, du wirst diese Person. Das heißt, bist du ein Polyander, ein Krieger, wird aus einem schmächtigen kleinen Jungen ein großer, muskulöser Mann. Und zudem kriegst du quasi auch das Wissen, das diesem Namen innewohnt. Also der Junge würde zum Beispiel plötzlich wissen, wie man Schwert kämpft oder mit verschiedenen Waffen umgeht und so weiter und so fort. Das ist eines der wirklich starken Punkte dieses Buchs, die Prämisse. Sie ist nämlich echt genial. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Vielleicht gibt es so Bücher, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich würde mir gerne angucken, wie andere Autoren das machen. Für dieses Buch fand ich es echt genial gelöst. So. Und jetzt passiert Folgendes. Unser Held, Protagonist in dem Fall, Nummer 19, träumt eigentlich davon, ein Polyander zu sein. Und dann wird ein Junge, der eher ein stiller Teilnehmer einer Gruppe um einen anderen Jungen ist, den so ein bisschen hänselt, wird dann zu Rustan Polyander, einem der legendärsten Helden in Miraportas. Nummer 19 geht auf die Bühne, bekommt von der Namenssucherin seinen Namen verliehen und es ist Tirasan Passario. Ein zweiteiliger Name bedeutet, dass er eine wichtige Persönlichkeit ist. Allerdings hat niemand
an der Schule jemals von Tirasan Passario gehört. Und das ist ungewöhnlich, denn normalerweise wird ein Name wiedervergeben, sobald der letzte Träger stirbt. Es kann natürlich immer nur einmal dieselbe Person geben. Niemand kennt Tirasan Passario und es scheint sich auch nichts geändert zu haben. Also nicht nur rein äußerlich verändert sich Nummer 19 jetzt Tirasan Passario nicht, sondern auch innerlich. Er hat kein neues Wissen, hat keine neue Fähigkeit, nichts. Und es kommt alles relativ, es wirkt relativ seltsam und so macht sich Tirasan dann auf die Suche beziehungsweise auf den Weg eigentlich nach Himmelstor ins große Namensarchiv, weil dort werden Informationen zu allen Namen aufbewahrt. Jedes Kind, das zum Erwachsenen wird und seinen Namen erfährt, muss nach Himmelstor ins Namensarchiv sich dort registrieren und bekommt dann auch Informationen darüber, wer er oder sie vorher war. Was besonders wichtig ist, wenn du jetzt nicht ein berühmter Name wie Rustam Poliander bist, über den es halt Geschichten zum Beispiel gibt, die seine Abenteuer beschreiben. So, Rustan geht zusammen mit Tirasan und ein paar anderen Freunden gen Himmelstor und unterwegs haben sie allerlei Abenteuer zu bestehen. Und während dieser Abenteuer erfährt Tirasan auch Stück für Stück ein bisschen mehr darüber, wer er ist, quasi. Also nicht wirklich, wer er ist, aber so ein bisschen mehr darüber, was sein Name ist. Was die Magie seines Namens ausmacht. Und das ist quasi auch schon alles, was ich euch zum Buch sagen möchte. Quasi ungespoilert möchte ich sagen, dass ich sehr, sehr große Probleme mit dem Ende hatte, was ich eben schon gesagt habe. Die letzten 70 Seiten sind für mich ein großes Problem, gerade auch da am Ende vieles, was in dem Buch erreicht wurde, was ich grandios fand, quasi auf Null gesetzt wurde. Es wurde rückgängig gemacht, ist das falsche Wort. Es wurde einfach nichtig gemacht. Und das fand ich sehr schwierig. Für diejenigen von euch, die das Buch noch nicht gelesen haben und keine Spoiler möchten, heißt es jetzt ciao. Ich sehe euch beim nächsten Video. Für alle anderen heißt es, bleibt dran, denn jetzt sprechen wir über diesen wunderschönen Zettel, auf den ich mir Sachen aufgeschrieben habe, die mich an dem Buch sehr gestört haben. Und damit kommen wir zu Nummer 1. Als Tirasan in Himmelstor ankommt und ins Namensarchiv geht, heißt es erstens, es gibt keinerlei Informationen zu seinem Namen, was ein bisschen merkwürdig ist. Nummer 2 heißt es gibt keine anderen Passarios. Wer das Buch gelesen hat, weiß, dass das sehr unsinnig ist, da Namen normalerweise, also dein Nachname ist ja deine Dynastie bzw. dein Beruf quasi. Und es gibt eigentlich immer mehrere. Tirasan ist der einzige Passario. So. Dann gehen sie vom großen Namensarchiv in die Erbverwaltung und dort erfährt Tirasan, dass es noch 2 weitere Passarios gibt, die allerdings nicht in Miraportas leben, sondern in einem benachbarten Land und die bei der Erbverwaltung halt ihr Geld, also ihr Vermögen eingesehen haben. Das ist mein erstes Problem. Wenn es noch 2 weitere Passarios gibt, die sich offensichtlich irgendwo registriert haben, weil sonst könnten sie nicht an ihr Vermögen kommen, warum hat das große Namensarchiv nichts über sie? Weil so wie das hier beschrieben wurde, ist das Namensarchiv nicht nur zuständig für Miraportas, sondern quasi für alle. Das ist ja die Hauptstadt dieser Welt und nicht nur dieses Landes. Das macht irgendwie nicht so wirklich viel Sinn in meiner Wahrnehmung. In dem Zusammenhang gleich die zweite Frage. Es wird mehrfach, oder es wird einmal sehr ausdrücklich gesagt, dass quasi ein Name sofort wieder in die Welt zurückgeht, sobald sein Träger stirbt. Wie kann es denn sein, dass es 1200 Jahre kein Tirasan Passario gab? Und wie kann es sein, dass es keinerlei Aufzeichnung über andere Tirasan Passarios gab? Das ist so ein bisschen eine Lücke. Ich kann mir die nur erklären, indem die getötet worden sind, was aber irgendwie unsinnig erscheint, weil dann würde ja einfach jedes Jahr ein neuer Tirasan Passario geboren. Also es gäbe dann eine sehr häufige Frequenz, der Name würde sehr häufig auftauchen und das müsste doch irgendwem auffallen. Das ist so eine Lücke, die nicht so ganz geklärt wird. Ein weiteres Problem, das ich hatte, was auch überhaupt nicht erklärt wurde am Ende, worauf ich eigentlich sehr gewartet hatte, ist, warum bei Tirasan die Namensmagie nur so stückweise wirkt und immer nur, wenn er irgendwas herausfindet, was mit seiner Namensmagie selber zu tun hat. Bei allen anderen wirkt die Namensmagie quasi instantan. Du erfährst deinen Namen und dein Aussehen und deine Fähigkeiten verändern sich
bei Tirasan nicht. Erst ganz am Ende, als er alle Stücke des Puzzles zusammen hat, verändert er sich. Das, also äußerlich jetzt, das finde ich sehr merkwürdig. Und dafür hätte ich auch ehrlich gesagt eine Erklärung gebraucht, weil das ist ansonsten so, ist so weil darum. Ich verstehe, dass das für die Spannung gemacht wurde. Ich finde es aber schlecht, wenn es dafür keine vernünftige Erklärung gibt innerhalb der Handlungswelt. Das führt mich auch zu einem weiteren Problem. Auf der einen Seite wird gesagt, du wirst quasi die Person, wenn du deinen Namen erfährst. Auf der anderen Seite verändert sich eigentlich nur dein Aussehen und dein Wissen, also deine Fähigkeiten. Du bleibst aber die gleiche Persönlichkeit, was man zum Beispiel sehr gut an Rustan sieht. Denn Rustan mochte Tirasan schon vorher, als sie noch Nummern waren, und mag ihn jetzt immer noch, was ja eine Eigenschaft seines von ihm ist als Mensch. Und die hat sich nicht verändert. Und das geht sogar so weit, dass Rustan ja mit anderen Leuten, mit denen er, also diese Person Rustan Polyander, eine Vergangenheit hat, dass er mit denen ja in Konfrontationen sich begibt, weil ihm Tirasan wichtiger ist. Weil diese Inkarnation von Rustan entschieden hat, dass Tirasan wichtiger ist als andere. Dafür hätte ich auch noch mal so ein bisschen eine Erklärung gebraucht, wie genau das jetzt funktioniert. Also ist das nur eine äußerliche Geschichte oder bist du wirklich diese Persönlichkeit? So. Das führt mich dann auch direkt zum Punkt der Namenlosen. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstanden habe, weil ich habe ja gerade schon gesagt, dass es so scheint, dass deine Persönlichkeit bleibt. Wenn du also deinen Namen verlierst und ein Namenloser wirst, müsstest du dann nicht logischerweise einfach nur wieder zu einer Nummer werden? Weil du hast ja eine Persönlichkeit und die hat sich ja auch nicht geändert, dadurch, dass du jetzt zum Beispiel Rustan Polyander bist. Das finde ich ziemlich strange und das hätte ich gerne erklärt. Und in dem Zusammenhang hätte ich auch gerne eine Erklärung dafür, warum niemand was von der Namensmagie der Namenlosen weiß, beziehungsweise wie genau deren Fähigkeit funktioniert, anderer Leute ihre Namensmagie abzusaugen und diesen Namen dann an. Also nehmen die dann wirklich den Namen an? Das ist ja das, was Tirasan quasi vermutet, was aber nicht bestätigt wird. Und der Namenssucher, mit dem er darüber spricht, dass die Namenlosen offensichtlich Namensmagie haben, erklärt das ja für völlig absurd. Gleichzeitig gibt es aber diese Sequenz, in der Tirasan beiwohnt, wie jemandem sein Name entzogen wird und er das ganz klar sehen kann und die Magierin der Gruppe es auch sehen kann. Das ist ein bisschen komisch, finde ich. Und dann, bevor wir zu den Problemen kommen, die ich mit dem Ende habe, noch ein Problem im Zusammenhang mit dieser jemand verliert seinen Namen Geschichte. Tirasan sieht ja zu, wie eine Frau ihren Namen verliert, weil sie ihr Kind nicht abgeben wollte, weil sie ihr Kind liebt und es behalten will. Und Tirasan versteht sofort, dass das wahre Liebes Mutterliebe ist und dass eine biologische Familie für Kinder besser wäre. So, selbst mit den Erkenntnissen am Ende, wer bzw. was Tirasan ist, erscheint mir das unlogisch. Denn zu dem Zeitpunkt, an dem wir uns befinden in der Welt, gab es seit 1200 Jahren keine biologischen Familien, sondern nur Dynastien. Dein Name bestimmt, wer du bist. Woher kann also die Figur Nummer 19 bzw. Tirasan, der nie von dem Konzept einer biologischen Familie gehört hat, für den das völlig unsinnig erscheint, woher versteht der dieses Konzept und weiß, dass das besser ist als das, was jetzt gemacht wird? Weil das ist ja etwas, das ist ja keine Wahrheit in dem Moment, weil dafür, wie die Welt zu dem Zeitpunkt ist, nämlich dass du eben diese Namensmagie hast, die entscheidet, wer du bist, ist eine biologische Familie ein völlig unsinniges Konzept und es wird am Ende sogar erklärt, warum die Familien zerfallen sind und warum die Dynastien gegründet werden. Also allein vor diesem Hintergrund erscheint mir das sehr, sehr merkwürdig. Und dann kommen wir zum Ende. Ich kann gar nicht sagen, wo mein Ärger mit dem Ende anfängt und wo er aufhört. Ich habe so einen Punkt unlogisch und einen Punkt ärgerlich, die ich am Schlussteil dieses Buches kritisieren würde. Der Punkt unlogisch ist, dass
schließt quasi direkt an das, was ich gerade gesagt habe, nämlich Tirasan wünscht sich ja, dass quasi alles rückgängig, also dass es biologische Familien gibt, die zusammenleben und so weiter und so fort. Und seine Freunde haben dann ja Elternteile plötzlich aus anderen Dynastien, also mit anderen Berufen quasi. Und das erscheint mir unlogisch, weil in dem Buch ein großer Punkt gemacht wurde und es diese erzählerische Übermittlung gibt dafür, warum Familien keinen Sinn mehr gemacht haben, nachdem es Namensmagie gab. Also es gibt noch Namensmagie, weil alle haben noch diese dynastischen Nachnamen, die also sagen, was ihr Beruf ist. Und gleichzeitig gibt es jetzt aber biologische Familien, obwohl erklärt wurde, warum es das nicht mehr gibt. Also erscheint mir so ein bisschen unlogisch. Da hätte man entweder erklären müssen, warum das jetzt geht. So wie ich es gelesen habe, hat Tirasans Wunsch nichts an diesem Problem geändert, das dazu geführt hat, dass es keine Familien mehr gab. Von daher ist das so ein bisschen, damit direkt verbunden die Tatsache, dass eben seine Familie noch diese dynastischen Nachnamen haben. Also hat sich im Grunde dann doch nichts geändert oder nicht wirklich geändert. Das erscheint mir auch sehr seltsam. Und dann quasi das größte Ärgernis an diesem gesamten Buch, die Tatsache, dass sich Tirasan Rustans Gefühle für ihn wegwünscht, also quasi diese Homosexualität wegwünscht. Ich muss sagen, ich habe das Buch richtig, richtig gefeiert in dem Moment, als es diese Offenbarung gegeben hat, dass eben Rustan so um Tier besorgt ist, sich so um ihn kümmert. Und ich sag mal, dafür, wie wir so Geschlechter konstruieren, sehr weibliche Eigenschaften an den Tag legen. Also er ist immer der Pfleger, der Kümmerer, der Versorger. Und zwar nicht in diesem männlichen, ha, ich gehe das Tier töten, Weg, sondern in diesem, ich hole dir Wasser, kann ich dich tragen, kann ich deine Sachen nehmen. Und so auf diese Art. Und dann kommt halt raus, dass Rustan Tirasan liebt. Und ich habe das sehr gefeiert, weil das einfach. Ich fand das sehr erfrischend. Einfach auf der einen Seite ist Rustan dieser große, legendäre, maskuline Krieger, der auch irgendwie alle Kämpfe locker wegsteckt und häufig einfach auch gewinnt. So, also quasi immer. Und gleichzeitig ist er so dieser sehr fürsorgliche, sehr pflegende Charakter. Und der liebt dann auch noch Tirasan auf so eine wahnsinnig, ja, ich will nicht niedlich sagen, weil das wirkt falsch, aber auf so eine sehr zärtliche Art, so auf diese, ich will dir das nicht aufzwingen, ich bin aber hier und ich liebe dich und ich will mich einfach nur um dich kümmern und ich will, dass es dir gut geht, Art. Und ich fand das einfach sehr, sehr schön und sehr gut gemacht und ich habe das sehr gerne gelesen und mir ging wirklich das Herz dabei auf. Und dann macht es das rückgängig am Ende. Und ich hätte es viel großartiger gefunden, wenn entweder Tirasan, der zwischenzeitlich ja seine Gefühle für Rustan diskutiert und sich quasi überlegt, ja gut, ich mag den schon irgendwie sehr, also auch mehr als die anderen, aber mag ich ihn auch so? Also ich hätte es großartig gefunden, wenn das Buch entweder damit gearbeitet hätte und gesagt hätte, okay, Rustan hat keine Handlungsaufforderung in dem Moment gestellt, als er also gesagt hat, dass er Tirasan liebt. Also hätte Tirasan sich überlegen können, was er da macht und hätte seine eigenen Gefühle erforschen können. Oder halt auch quasi den mehr konfliktreichen Weg gehen und sagen, ja, sorry, Rustan, irgendwie nee. Und dann halt zu gucken, wie die beiden damit klarkommen. Aber beide Konflikte wurden quasi gescheut und es wurde halt einfach rückgängig gemacht. Und ich finde, auf so einer Metaebene ist ein bisschen schwierig, auch in einer Fantasy-Welt zu sagen, ja, ich wünsche mir die Homosexualität weg und dann ist sie weg. Also, wenn ich das nicht will, dann verschwindet das auch ein Stück weit. Das ist natürlich jetzt komplett meine Interpretation und ihr könnt mir da auch gerne in den Kommentaren widersprechen. Aber damit hatte ich sehr große Probleme. So, ich möchte aber nochmal zusammenfassend sagen, ich fand die Prämisse super. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es eine Fortsetzung geben könnte. Ich hoffe es nicht. Ich möchte das Buch bitte für sich alleine stehen haben. Ich werde es auch bestimmt nochmal lesen, aber irgendwie nur minus die letzten 70 Seiten, weil das hat mir nicht gut gefallen. Ich muss sagen, die Auflösung des primären Konflikts, nämlich dass jemand Tirasan nach dem Leben trachtet, fand ich sehr, sehr gut. Ich fand auch schön, dass das nicht so geradlinig war und nicht der erste irgendwie fragwürdige Charakter, der einem über den Weg läuft oder der fragwürdige Handlung.
ausführt, ist dann der Bösewicht, der Tirasan töten will, sondern ich finde auch da die Auflösung, wer der Bösewicht ist und warum der quasi so handelt, wie er handelt, extrem gut gemacht. Die Prämisse ist, ich kann es nicht oft genug sagen, einfach wundervoll, aber das Ende, es geht leider gar nicht. Und damit verlasse ich euch für heute und ich hätte quasi die Bitte, dass alle, die es gelesen haben, mir gerne mal unten reinschreiben, wie sie das fanden, wie sie auch mit dem Ende irgendwie klargekommen sind. Ich weiß, dass das Video heute sehr, sehr lang ist und es tut mir auch ein bisschen leid. Danke an alle, die bis zum Ende durchgehalten haben, aber das ist einfach so ein Roman. Ich habe eine Menge zu sagen und ich würde gerne wissen, was ihr denkt. Und leider hat in meinem Umfeld keiner das Buch gelesen. Und damit mache ich jetzt auch Schluss. Wirklich, versprochen. Und ich sehe euch nächste Woche Mittwoch oder zum nächsten Video. Bis dahin, tschüss und genießt die Sonne.